Leute, heute geht's um ihn hier. Alle haben nach Vintage ewig auf den nächsten Song gewartet und jetzt hat ihn Rin endlich gedroppt. Du siehst vor deinem Fenster Gewitter, auch wenn es dieser Blitz nie trifft, was finde ich im Nichts, weil ich für dich immer up in Smoke bin. Welche Zitate sich im Song verstecken und warum nicht nur Rins Klamotten Vintage sind, das seht ihr jetzt. Kurz mal die Fakten, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Rin kommt aus Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart und heißt eigentlich Renato Simunovic. Er hat jetzt schon legendäre Adlibs. Oh, Junge. Oder ich liebe Kippen. Und hat in den letzten Jahren einige Hits rausgehauen. Es ist Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Shorty ist so high und sieht Liebe überall. Ich geh raus mit meinen Jungs heute. Schon immer hat Rin eine ganze Menge Anspielungen auf Games, Filme, Musik und Marken in seinen Tracks versteckt. Hier zum Beispiel auf One Night von Lil Yachty. Hier auf den Shooter Battlefield 1. Brüder sind auf grün oder weiß. Ich zocke Battlefield 1. Auf seinen neuen Singles Vintage und Up in Smoke, die sein nächstes Album ankündigen, ballert Rin wieder eine Menge Referenzen und Zitate raus. Ich habe mir die Videos zu den Songs mal ganz genau angeschaut und versucht, die wichtigsten zu finden. Wenn ihr noch andere Anspielungen gefunden habt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Wäre geil. In Up in Smoke geht es sofort los. This is the world that you know. This is the world that you know. Kommt euch das bekannt vor? Mir kam es nämlich bekannt vor. Das ist aus dem Film Matrix und der kam 1999 in Deutschland in die Kinos. This is the world that you know. War ein mega Erfolg. Keanu Reeves, you're breathtaking, ist mit Matrix endgültig zum Weltstar geworden. In genau dieser Szene ist er als Neo im sogenannten Construct. Ein leerer, weißer Raum, wo ihm Morpheus, gespielt von Lawrence Fishburne, erklärt, was die Matrix ist und wofür sie steht. Aber in Up in Smoke gibt es noch weitere Filmzitate, zum Beispiel das hier. Getrennt sind wir schwächer wie bei Hancock. Die Line, getrennt sind wir schwächer wie bei Hancock, ist eine Anspielung auf den gleichnamigen Film mit Will Smith und Charlize Theron in den Hauptrollen, der 2008 in die Kinos kam. Die romantische Wendung der Story im Film ist, dass die Superhelden Hancock und Mary sich ineinander verlieben, aber in der Nähe des anderen ihre Superkräfte verlieren. Das hat Rin irgendwie verwechselt, funktioniert trotzdem. Dann mal zu dem Refrain des Tracks. Da geht's nicht nur um Filme, sondern um Rins musikalische Vorbilder. Da steckt ein ziemlich geiler Verweis auf den US-Hip-Hop der 2000er drin. Wenn es dieser Blitz nie trifft, was finde ich im Nichts, weil ich für dich immer up in Smoke bin. Up in Smoke war nämlich der Name einer legendären Tour mit legendären Rappern. Dr. Dre, Snoop Dogg, Ice Cube, Eminem und viele andere. Die sind, und es ist wirklich so passiert, 2000 alle zusammen auf Tour gegangen. Vom 15. Juni bis 20. August waren die vier auf Up in Smoke Tour, um ihre Alben 2001, The Last Meal, War and Peace Volume 2 und The Marshall Mathers LP vorzustellen. Auf dem Cover der Single trägt Rin sogar das offizielle Tour-Shirt. Dieser ganze West Coast-Vibe passt ja auch perfekt zu Rin. Schaut immer ein bisschen nach Beverly Hills oder Bel Air aus. Hat in Up in Smoke auch immer so ein bisschen was von Lana Del Rey oder den LA-Büchern von Bret Easton Ellis. Dieses Traurigsein unter Palmen. Im Refrain steckt aber noch mehr. Da singt er, ich bin Up in Smoke wie der Smoker. Der Smoker ist eine Figur aus der japanischen Anime-Serie One Piece. Wie Rin raucht er sehr gerne. Smoker! Die Zeile, Baby, komm, beiß von meiner Logia, schließt daran an. Baby, komm und beiß von meiner Logia ist im Universum der Serie die Teufelsfrucht. Wer die isst, bekommt eine krasse Kraft und kann sich in eine Naturgewalt verwandeln. Wie der Smoker, der kann sich in Rauch verwandeln. Bei Rin könnte das wohl eine Metapher dafür sein, dass er immer unterwegs ist, nie Zeit hat und sich, wie der Smoker, in Rauch auflöst. One Piece wurde in Deutschland übrigens zum ersten Mal 2003 ausgestrahlt. Damals war Rin noch ein Kind. Alle Referenzen und Zitate, die ich bisher aufgezählt habe, sind Popkulturkram, der zwischen 1999 und 2008 rausgekommen ist. Rin zitiert sich also durch die ganzen 2000er. Das ist kein Zufall. Komm in meine Stadt, ich bring den Vibe weg. Lagerfeld, Flow, alles Vintage. Ihr macht alle nichts mehr Neues, Codec. Bring den Vibe weg.
Rin will den Lagerfeld-Flow etablieren, den Vibe zurückbringen, wie er auf Vintage rappt. Das heißt, einen Style finden, weit weg von Dancehall und den Franzosen-Klischees. Er hat ganz andere Pläne. Er rappt auf ein Sample von Dirt Off Your Shoulder von Jay-Z aus 2003. Produziert von Timbaland, einem der prägendsten und krassesten Produzenten dieser Ära. Und fällt euch was auf? Die Musikvideos zu Up in Smoke und Dirt Off Your Shoulder sind beide im Vintage 4:3 Format. Nicht 16:9. Aber jetzt nochmal zu Vintage. Ihr habt lang genug gewartet, dass eine Single erscheint. Frei von gebeiteten Beats und peinlichen Rhymes. Kein Dancehall und keine Franzosen-Klischees. Sondern Mucke, die jetzt ballert durch das Bose-System. Die Zeile, ihr habt lang genug gewartet, dass eine Single erscheint. Frei von gebeiteten Beats und peinlichen Rhymes, ist ein Zitat. Es ist, leicht abgewandelt, die allererste Line von Savages Debütalbum Der beste Tag meines Lebens. Erschienen ist es, und wie könnte es anders sein, genau in dieser Zeit, 4. November 2002. Ihr habt lang genug gewartet, dass ein Album erscheint. Frei von gebeiteten Beats und peinlichen Rhymes. Zusammengefasst, Vintage ist für Rin nicht nur ein Schlagwort oder sein Style. Vintage ist für Rin die Philosophie hinter seinem Kosmos. Er recycelt alte, aus der Mode gekommene Pieces der Popkultur, aktuell eben am liebsten aus den 2000ern, puzzelt sie neu zusammen und macht sie wieder fresh. Das läuft bei ihm auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Textlich mit Zitaten, musikalisch mit Samples und visuell mit den Outfits, die er trägt. Vintage Yves Saint Laurent. Vintage Yves Saint Laurent. Und sie geht immer zu Romana. In ihrem Zimmer ein Katana. Bei ihm geht's vor allem darum, den richtigen Vibe zu kreieren, sich zum Gesamtkunstwerk zu machen. Da sind die Klamotten genauso wichtig wie die richtigen Lines. Deswegen geht es bei seinen Live-Shows auch um etwas anderes, als zu beweisen, dass man technisch der Krasseste ist. Es geht darum, abzureißen. Die 2000er sind dazu ja nicht nur für ihn eine absolute Fundgrube. Ich habe euch vor kurzem ihn ja auch schon vorgestellt. Jay-Z, Big Pimpin' Rockefeller Days. Trapper Valley Young Match, mach die 808. Elias arbeitet auch heftig am 2000er Revival, wie Rins Homie aus Bietigheim, Shindy. Der kennt auch die Up in Smoke Tour. Geht eins für das Money, zwei für die Show. Und alle Wichser werden Paparazzi. Ich bin Up in Smoke. R&B Talk mit dem Player Talk. Auch ganz geil, oder? Wie seht ihr das? Habt ihr Bock auf das 2000er Revival? Wer ist euer Lieblingskünstler aus dieser Zeit? Schreibt's mir in die Kommentare. Ich bin gespannt. Leute, wenn ihr sehen wollt, wie krass Rin live abgeht, dann klickt hier auf das Live-Video von ihm auf dem Puls Open Air 2018. Und wenn ihr bei Musiktrends immer am Start bleiben wollt, lasst ein Abo hier da, macht die Glocke an. Ciao, bis nächste Woche.